Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo liebes Konishi-Team, die Frage kam auch über Instagram und sie ist von Laurin. Und Laurin möchte wissen, hallo liebes Konishi-Team, kann man bei einer Vergesellschaftung den Fisch auf alles testen, bevor ich ihn zu meinem Bestand gebe? Lieber Laurin, wenn das beim Fisch gehen würde, wird es auch beim Menschen gehen. Das geht selbstverständlich nicht. Und das wäre dann auch zu einfach, wenn wir die Biologie schon so erforscht und entschlüsselt hätten, dass wir so in dem Maße vorgehen könnten, dass wir quasi die maximale Sicherheit im Vorfeld uns ertesten können, bevor wir zwei Bestände miteinander vergesellschaften. Und ich sagte, du kannst sogar, wenn du einen Fisch kaufst, der kann CEV, also die Schlafkrankheit, in sich tragen, der kann KHV in sich tragen, der kann noch Columnaris-Bakterien und noch allerhand andere pathogene Keime in sich tragen. Und du kannst alles testen und das Labor sagt dir, wir haben kein CEV, kein KHV, kein Columnaris gefunden und es sind zwar Bakterien drauf, Aeromonaden, Pseudomonaden, irgendwelche andere, aber wir können dir nicht sagen, ob die jetzt deine Koi angreifen werden, ob deine Koi davon krank werden oder nicht. So, die werden dir das alles sagen, anhand der Probe, die du einschickst. Du bringst den Fisch in deinen Bestand und dir fliegt nach zwei Wochen mit CEV, mit KHV, mit Columnaris-Bakterien und aggressiven Keimen dein ganzer Bestand um die Ohren. Und du kannst dann sagen, aber ich habe doch getestet, das Labor, la 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 la. Aber das Labor kann halt leider nur das testen, was du auch tatsächlich im Proberöhrchen bei denen an Probe eingesendet hast. Bei KHV ist es zum Beispiel so, wenn das ein ewig alter Schläfer ist, der das KHV-Virus in sich trägt, wenn du den vorher nicht bist, und ich sage es jetzt dramatisch, und es geht nur um den KHV-Nachweis, wenn du den nicht bis zu einer Nahtoderfahrung stresst und nach dieser Nahtoderfahrung für den Koi noch eine gewisse Wartezeit einhältst, damit sich das Virus im Koi quasi vermehren kann, dass er also so immunschwach ist, dass sich das Virus dann vermehrt, dann kann es sein, dass du von dem Fisch, wenn du das nicht tust, kann es sein, dass du von dem Fisch eine Probe ziehst, die ist negativ. Genauso ist es mit CEV. Ja? Wenn die Fische gerade keinen Ausbruch haben, ist es relativ schwierig, den Nachweis zu erbringen. Genauso, es gibt Columnaris-Bakterien. Jeder von uns hat Columnaris im Teich. Es ist nur die Frage, warum bricht es beim einen aus und beim anderen nicht. Da wissen wir im Frühjahr gewisse Managementfehler, dies, das. Dann kommt es zum Ausbruch. Ja, also auch hier. Und bei dem pathogenen Keim, ob der Keim mit dem, der Koi, den du gerade gekauft hast, der mit dem vielleicht sogar sehr gut zurechtkommt, weil er ihn schon lange kennt, weil er sein Immunsystem drauf eingestellt hat, also Antikörper gebildet hat. Ob dieser Keim für deinen Altbestand nachher der Horror sein wird, das weißt du genau dann, wenn du vergesellschaftet hast. Drum, der Idealfall ist, neue Fische in eine Quarantäne, ein, zwei alte mit dazu, die Piloten, ja, und dann gucken, was passiert. Aber auch da, der eine KHV-Fisch, der kann auch nach 3 Monaten und 5 KHV-Tests, kann der immer noch negativ sein. Also es ist immer eine Summe aus Stress, Tests, Proben ziehen, einsenden, die Proben zum richtigen Zeitpunkt ziehen, machen, tun. Ja. Und darum kann ich euch sagen, und das ist die große Herausforderung, Koi-Hobby mit gesunden Fischen, das funktioniert wirklich nur in Zusammenarbeit mit dem Händler eures Vertrauens, wo ihr wisst, wir arbeiten. Ja, das ist jetzt Eigenwerbung, weil wir wahrscheinlich zu denen gehören, die mit am meisten Aufwand betreiben in dem ganzen Spiel. Wir sehen es ja beim Abfischen. Makoto zieht von jedem Naturteich, von jeder Fotosession 20% von der Koi werden Proben gezogen. Das kostet uns Tausende, Zehntausende von Euro. Die Proben werden in Deutschland verprobt, weil ich von Anfang an gesagt habe, wir nutzen irgendwelche Zertifikate von irgendwelchen japanischen Labors, die ich nicht kenne, wo ich nicht einschätzen kann. Bringt mir nichts. Ja, ich will, dass das in Deutschland verprobt wird und das machen wir seit Jahren so. Und alles ist geil, alles ist gut. Und so kauft man Koi. Und guck auch, wenn du, ich habe es in einem der vorangegangenen Blogs gesagt, dass
Wir dürfen hier überall hin, wir dürfen in jedes Becken gucken. Dann kauf du nur beim Händler, wo du auch in jeden Raum darfst, wo du auch in jedes Becken schauen kannst. Ja? In dem Moment, wo du in ein Becken nicht schauen kannst, dreh dich rum und geh heim. Bis dann. Ciao.